Richtige. So, und da sind wir wieder. Wir untersuchen jetzt hier Schutthaufen. Klingt verrückt, ist aber wow. So. Durchsuchen. Spannend. Erinnerungen zum Anfassen. Eins von eins Erbstücke gefunden. Davon gibt es noch ein paar mehr und wir machen uns jetzt auf die Suche danach. Und ja, wann immer wir eins finden, melden wir uns einfach hier aus Lübenstein. Damit das aber nicht allzu lange wird. Also das erste war hier vorne. So, yo. Und da das beim letzten Mal mit der Zeit ein bisschen eng wurde, sind Baldur und ich jetzt dabei, die Schutthaufen hier alle abzusuchen. Jetzt haben wir hier fast eine ganze Stunde Zeit, nur Schutthaufen zu suchen. Aber da Lövenstein hart umkämpft ist, werden wir dann also immer nur hingehen. Wenn wir einen gefunden haben, die Aufnahme kurz anmachen, zeigen, wo das auf der Karte ist. In diesem Fall hier gleich noch im Eingang, war easy. Und dann weitergehen, sonst wird das Video vielleicht auch zu lang. So, genetzt, Erbstücke gefunden. Achso, herzlich willkommen auch Joshman. Jawohl, moin. So, und dann, ja, bleibt dran. Tja, und da sind wir keine 5 Meter weitergegangen, nämlich von da oben einfach nur runtergesprungen. Und hier ist schon der nächste Schutthaufen mit gefundenem Erbstück. Hier. Das ging schnell. Genau, unter der Brücke. So, und für den nächsten hat Baldur auch gefunden. Baldur ist echt gut, muss man hier in die Kanalisation einsteigen. Und dann ist er wohl unterhalb des ehemaligen Handelsposten. Oder heißt es Handelspostens? Man weiß es nicht. Baldurlein! Hier rein. Jo. Ja, echt mal richtig mies. So, ganz aber haben klar. Wir auch genetzt. Bitman steht schon... Nee, er muss hier sogar schwimmen, ist nicht wahr? Andere Leute können da stehen. Ja, klar. Aber eigentlich... Ja, naja, was soll's. Okay, ja, dann wollen wir mal weitersehen. Wir müssen noch da irgendwie wieder hochkommen. Hier ist der Handelsposten. Ewon Schwarz Schlitzklinge wäre tot unglücklich. Aber da wollen wir jetzt mal nichts gegen sagen. Wir weichen mal schnell und flugst dem Todesstrahl aus und netzen den nächsten Schutthaufen hinter dem Handelsposten. Also hier. Und weiter geht's. Haha, ich habe auch mal was gefunden. Da unten sieht man es ein ganz kleines bisschen. Wegmarke Torpunkt, also Torknotenplatz, da wo die alten Portale mal aktiv waren. Hier und dann... hui, nach darunter. Und wieder was genetzt. Zack, weiter geht's. Weiter geht's. Zwei Wächter geben alles. Baldur wieder at his best. Bei der prachtvollen, ja, wir sind hier einmal so rumgeschwommen und unterhalb des Herrensitz des Kommodore, wer war da nicht schon besonders häufig, sieht jetzt etwas herrenlos aus. Ah, gibt es einen weiteren Schutthaufen mit einem Erbstück drin. Ha! Und da haben wir das nächste genetzt. Und zwar ist das hier bei Fort Marina an der Seite. Ganz einfach abzulaufen. Weil wenn man die Basic Spots sozusagen abläuft, also da, wo früher was in Lövenstein war, dann findet man eigentlich ganz gut was. Ja, geht recht schnell. Joa, na gut, dann weiter geht's. So, ich habe hier einfach mal, hier unter ist es schon, ich habe einfach mal auf Sammeln gedrückt und schwupp hatte ich's eingesackt. Das ist bei dem Steg des Konsortiums, da wo man früher in die Fraktale der Nebel gehen konnte. Ich sage immer früher, irgendwann wird man es bestimmt auch wieder können. Aber vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Und während wir hier als dicke Wächter oder als kleine süße Wächter die ganze Zeit durch die Gegend geworfen werden, tja, sage ich bis gleich. Beim Vorbeilaufen entdeckt, da vorne, auf dem komischen Turm. Jetzt müssen wir da nur noch hin. Auf geht's. Oh, das war vielleicht ein bisschen hoch. Kein Problem. So. Gott sei Dank haben wir diese Marina-Gedenktafeln schon alle. Ja, das wäre doof, finde ich. Na, guck mal hier. Oh, der gut, dicke Baldur rutscht ab. Die Treppe ist deutsche Wertarbeit. Die ist mega massiv gebaut. Die ist auch immer noch heile. So, müsste man jetzt nicht irgendwie so um die Ecke hier und dann... Da, da ist er doch. Baldur, ja, aber Baldur dauert ein bisschen. Baldur ist so eine dicke Schnecke da unten. So, aber den haben wir auch schon mal wieder eingesackt. Oh, hier ist großes Legendary-Treffen. Hier läuft einer mit dem Bogen rum. Ja, geil. Muss ich ja eigentlich meine Legendary auch noch mal wieder ausrüsten. Na gut, wir suchen mal weiter. So, und hier jetzt, was ich ja schon im letzten Part so geil fand, dass es jetzt so viele coole Schmuggel-Unterwasserhöhlen gibt. Die werden wir ja auch noch jetzt wahrscheinlich alle ablaufen. Da drin ist jedenfalls der nächste, haben wir gerade schon gesehen. Also hier so rein.
coole Unterwasserhöhle. Na, eigentlich ist sie ja gar nicht so unter Wasser. Ja, so halb. Für Bipman mehr als für dich. Ja, das stimmt. Ich kriege immer nur noch ein gefundenes Erbstück raus. Ich wollte doch drei haben, wie ja ganz am Anfang. Oh. Naja, man kann nicht alles haben. Dann suchen wir mal weiter. So, und wer glaubt an die geheime Höhle hinterm Wasserfall? Na, wir. Und da ist auch schon die nächste Schutthalde. Ganz in der Nähe. Krass. Man lernt Löwenstein doch jedes Mal wieder aufs Neue kennen. Aber ich weiß gar nicht, konnte man denn, gab es diese Landschaften auch schon, als das Wasser noch höher stand? Ich bin mir nämlich nicht so sicher. Keine Ahnung. Und keine überhaupt, Ahnung. Wie, ach so, weil sie nach unten bohrt, wird das ganze Meerwasser so krass verdrängt, dass der Meeresspiegel erstmal um 2 Meter sinkt. Weltweit. Ah ja, ja wahrscheinlich. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Okay, wir suchen mal weiter. Ah, die Wasserlinie abschwimmen hilft immer. Baldur verkloppt den gerade nochmal. Ich rushe durch zum gefundenen Erbstück und zeige es auf der Karte an, nämlich hier unten. Also dieses Mal rechts vom Vormarine. Ah! Boom. Oh, oh. Ja, ich hab's geahnt. Hast du es gekriegt? Ja, klar. Ja, gut. Dann nichts wie weiter. Tülü. Wir waren mal schlau und dachten, wenn bei dem einen, bei den Genderanfeldern direkt eins am Eingang ist, damit man quasi drüber stolpert, dann ist bestimmt bei den anderen Zugängen auch so eins. Und tatsächlich, so war es auch. Oh, wir sind schlau. Oh, wir sind so schlau. Das heißt, da oben müsste ja dann noch eins sein. Ja, wir werden uns mal langsam auf den Weg dorthin machen. Mal sehen, ob wir zwischendurch noch was anderes finden. So, wer glaubt an die geheime Höhle hinterm Wasserfall Part 2? Jawohl, was einmal funktioniert, funktioniert auch ein zweites Mal. Yep. Und das nächste haben wir abgegriffen und das befindet sich hier. Und da werden wir auch schon verfolgt. Na gut. Da hinten, wo der Leuchtestrahle Baldur ist, begebe ich mich jetzt auch mal hin und dann suchen wir mal weiter. Und der nächste wird genetzt, indem man hier einfach alles abläuft, während man ja, sich hier noch... Ja, schön bei der Mühle. Das war ja irgendwie schon fast klar. Ah, hier alter Jumping-Puzzle-Zugang sozusagen oder am Anfang. Aber einfach außen die Randbezirke abzulaufen, bringt schon mal enorm viel, stelle ich mir gerade so fest. Na gut, wir fighten weiter für die Befreiung Löwensteins, Hust Hust, und machen coole Sachen nebenher. Mann, sind wir cool. Yeah. Yay. Na gut, bis gleich. So, und hier ist der letzte Einstiegspunkt. Und da ist auch der nächste Schutthaufen. Also, oh, da werden wieder Bürger befreit und gerettet. Der war jetzt hier. Also auch relativ einfach. Ja, würde ich sagen, weiter geht's. Sind noch ein paar, die wir machen müssen, bis wir die 30 voll haben. So, wir haben gerade die Moas begleitet, die kommen immer um 40 so in etwa, haben wir rausgefunden. Nicht so besonders weit von hier bis nach da vorne. Das ist ja einmal für diesen Escort-Service-Begleit-Event-Kram und einmal auch für einen, keine Rennmoas dürfen sterben, das war gar nicht so schwer. Und danach ist hier gleich die toxische Wurmkönigin aufgeploppt. Und die nehmen wir jetzt auch noch mit. So kann man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, da der Kampf aber, sagen wir mal, noch ein Weilchen dauern wird. Ich blend mal aus. Also, dann wisst ihr, wo die Wurmkönigin steht. Und sowieso schon wissen. So, und bevor jetzt hier das Miasma-Level auf Megatödlichkeit umsteigt, schnappen wir uns den noch und werden den Rest wohl in der nächsten Angriffswelle nehmen. No. Und das ist hier unterhalb dieser Insel in so einer Kaverne. Ich denke, jetzt können wir uns so langsam auf den Weg nach draußen machen, sonst sterben wir nämlich wieder. Und das wollen wir ja nicht. Richtig. Das ist nicht chillig. Wenn man einfach nur den Leuten hinterherläuft, die ganz am Anfang die gefundenen Erbstücke, weil sie 250 davon haben wollen, um wahrscheinlich so einen Heiligenschein über dem Kopf zu kriegen, den man sich dann für 10 Gold kaufen kann, zu holen, dann findet man auch nochmal was. Also das war jetzt gerade, hau mich doch ein bisschen, ist mir egal, hier vorne in einer Höhle drin, gleich der nächste Punkt, an dem man dann anfangen kann zu farmen. Und wir machen uns auf. Wer glaubt an die geheime Höhle hinterm Wasserfall, klappe die dritte? Na, wir natürlich. Ja, klar. Du hast doch gar nicht gesagt, neue Runde, neues Glück und so. Ja, hopp hinein, noch eine Runde. Oh, was mache ich denn hier? Das war nicht so schlau. Hehe. So, ja, ihr habt ja gesehen, wo der
hinterm Wasserfall ist dabei Urmorgs Geheimnis. Alter, ey, das ist hier gerade am Nachladen ohne Ende. Das lief eben ein bisschen besser. Genau, hopp hinein, noch eine Runde. Da war ich eben, bevor mein Computer mir gesagt hat, nee, so nicht. das kommt mir hier immer so ein bisschen vor wie Achterbahnfahren. Man geht rein, man fährt eine Stunde Löwensteinbefreiung und dann muss man aussteigen und dann muss man sich wieder anstellen. Ja, so wie früher halt, ne? Und man darf nicht drin bleiben die ganze Zeit. Und bei Urmorgs Geheimnis gibt es offensichtlich viele Geheimnisse, während ich hier... Ja, hier wird es jetzt zum Jumping Puzzle gehen und ja, wir gehen einfach, wir halten uns rechts. Und dann finden wir schon den nächsten. Alter, hier war ich glaube ich noch nie. Also an Urmorg vorbeigerannt bin ich ja nun schon 1000 Mal, aber hier hochgelaufen bin ich glaube ich noch echt noch nie. Wo sich überall Schutt verbirgt. Naja, was soll's. Wir haben bald die 30 zusammen, haben jetzt schon 73% und... Boah, das läuft doch. Das läuft. Und nach einem heißen Tipp haben wir auch noch einen Schutthaufen hinter der Taverne gefunden. Loderne Lunte und so. Und zwar hier. Da waren wir vorhin auch schon, aber naja. Ja, man geht ja gerne wieder Wege gedoppelt und so. Ja, klar. Klar, macht man gerne. These boots are made for walking und so. Na gut, dann walken wir mal weiter. Genau. Der war einfach hier zu finden. Hahaha, sagen wir mal so. Als wir gerade unverdächtig durch die Gegend geschwommen sind. Immer schön die Hochstelltaste drücken. Einfach und hier. Und schon sieht man alle Schutthaufen. Mensch, das ist ja einfach. Ja. Es gibt bestimmt auch bald so Schutthaufen-Trains, die das abfarmen, weil sie diesen selbstlosen Trank haben möchten. Oder schon haben, je nachdem. Na jo. Aber wir wollen erstmal nur den Erfolg klar machen. Wow, ein weiterer Schutthaufen, ein weiteres Blitzen. Ich muss mir hier mal eben schnell so ein bisschen Heilung geben. Und zwar hier, wo man eigentlich auch nie war, weil hier zwar Portale und so weiter waren, aber sonst nichts im östlichen Bezirk. Genau, hat sich einer versteckt. Den nehmen wir natürlich dankend an und mit. Die EP hier ist auch mal schön und Beutel, alles toll und weiter geht's. So, und während ich hier noch Wards verteidigt habe, Eastern Ward und so, östlicher Bezirk, hat Baldo schon den nächsten Schutthaufen gefunden. Klar, hier unter der Brücke. Unter der Brücke und hinter dem Wasserfall sind immer eigentlich ganz gute und heiße Tipps. Geheime Höhle, geheimes Artefakt, geheimer Schutthaufen. Geheime Höhle sehen immer gut, die sind immer gut. Ja, wir waren noch gar nicht auf dieser Seite oder so gut wie nicht. Und das war eine gute Idee, dann hier vorbeizukommen. Richtig, einfach den Kartenrand ablaufen. Immer eine gute Idee. Immer eine gute Idee, hier vorne rein. Wir hoffen, dass wir jetzt hier auch noch gleich was finden. Mal sehen. Und was einmal klappt, klappt auch ein zweites Mal. Hier ist die nächste Höhle. Ja, wunderbar. Wunderbar, da geht's sogar noch tiefer rein. Gucken. Guck mal, wo man hier rauskommt. Ist ja verrückt. Da ist man schon... Hier ist gleich noch einer. Ich werd bekloppt. Geil. Geil. Guck mal, ja, ist ja lustig. Haha, das ist aber auch echt mies. Das ist ja dann schon gar nicht mehr... Wir sind jetzt einfach hier einfach weitergegangen. Das ist ja schon gar nicht... Das ist schon im roten Nebel. Tja, aber kann man ja mal mitnehmen. Immer eine gute Idee. So, dann fehlt ja auch nur noch einer. Wow. Ja, und aus der Höhle rausgekommen, oben zur Wegmarke geguckt und da wird unser letzter sein. Und dann haben wir den Erfolg genetzt. Ich glaube, es gibt sogar mehr als 30. Zumindest haben wir ja noch einen in einer Höhle gesehen gestern, zu dem wir aber nicht hinkamen. Erinnerung zum Anfassen abgeschlossen. Das heißt, man müsste die 30 auf jeden Fall zusammenkriegen. Ihr könnt diese nehmen, ihr könnt andere nehmen, wie auch immer. Tja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mal gucken, was in der tollen Schachtel mit Erbstücken drin ist. Chronisch volles Inventar. Oh, auswählen. Ich nehme die aufgestiegenen Fragmente. Ja, die sind besser als... Also für mich sind die besser. 50 aufgestiegene Fragmente kann man immer mal haben. So. Ach klar. Alles klar, ja. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Ciao. Jo, tschüss. Und danke fürs Zuschauen.